بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit unserer neunten Lektion, الدرس التاسع vom Buch دروس اللغة العربية. Und heute haben wir diese Lektion, und zwar ist es sowas wie eine Versammlung, also von allem, was wir gelernt haben. Der erste Satz ist: Man hadha ar-rajulu? Wer ist dieser Mann? Huwa Abbasun. Er ist Abbas. Abbasun Tajirun. Abbas ist ein Händler oder Geschäftsmann. Abbas Tajirun Ghaniyun. Und hier lernen wir eben die Eigenschaft, den Adjektiv hinzuzufügen. Abbasun Tajirun Ghaniyun. Abbas ist ein reicher Händler. Im Deutschen sagen wir reicher Händler. Also die Eigenschaft, der Adjektiv ist als erstes und dann nachher das, was beschrieben wird. Im Arabischen umgekehrt. Erstmal den Namen oder das Beschriebene und dann die Eigenschaft oder danach den Adjektiv. Und wir merken auch, dass der Adjektiv genauso ist wie der Nomen oder wie der Name. Tajirun ist zum Beispiel unbestimmt. Raniyun ist unbestimmt. Tajirun ist maskulin. Raniyun ist maskulin. Tajirun ist einer, also Singular, und Raniyun ist auch Singular. Auf diese drei Sachen müssen wir achten. Danach Hamidun Mudarrisun. Hamidun Mudarrisun Jadidun. Hamid ist ein neuer Lehrer. Mahada, was ist das? هذا تفاح. Was ist das? Das ist ein Apfel. التفاح فاكهة لذيذة. Der Apfel ist ein leckeres Obst. فاكهة ist Obst, لذيذ lecker. Und hier hat er eben für das Weibliche ein anderes Beispiel gegeben. فاكهة ist Singular, feminin und unbestimmt. Und Ladidatun, der Adjektiv, ist feminin, singular, unbestimmt. Ma dhalika, was ist dies? Dhalika usfurun, das ist ein Vogel. Al-usfuru ta'irun saghirun. Der Vogel ist ein Usfur ist eben so eine Art von einem Vogel, also wie ein Spatz oder ein kleiner Vogel eben. Deswegen, der Spatz zum Beispiel ist ein kleiner Vogel. Ta'irun, Vogel, Sarirun, klein. Und hier haben wir wieder. Ta'irun ist unbestimmt, maskulin und singular. Sarirun, unbestimmt, maskulin, singular. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Oder das Arabisch ist eine einfache Sprache. Ich glaube, ich höre Abdullah, er sagt, nein, im Gegenteil, das ist eine schwere Sprache. Luraton ist feminin, singular und unbestimmt. Sahelaton, singular, feminin, unbestimmt. Hat jemand Fragen? Okay. Auf der nächsten Seite haben wir noch einige Beispiele und danach gehen wir zu den Übungen. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Das Arabisch ist eine schöne Sprache. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar ist ein fleißiger Schüler oder Student. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Und Mahmud ist ein fauler Student. Man anta, wer bist du? Ana talibun, ich bin ein Student. A anta talibun jadidun, bist du ein neuer Student? Naam, ana talibun jadidun, ja, ich bin ein neuer Student. Jetzt kommen wir zu den Aufgaben. Iqra waktub, lies und schreibe.
Wir machen das in Reihen. Jeder nimmt eine Zeile. Als erstes fangen wir mit Herr Ahmed und dann Herr Abdullah und dann Herr Hussein. Okay, أذلك الرجل مدرس جديد؟ لا، هو طبيب جديد. Okay, davor gibt es eigentlich noch Muhammadun Talibun Qadimun. Ist ein alter Achso, das Schüler, habe ich Student. übersehen. Okay. Und ich habe da nicht geachtet, ob du gesagt hast, Adhalika, weil das ist eine Frage. أذلك الرجل مدرس جديد؟ Genau, richtig. Okay, Abdullah. هذا درس was soll dieses Wort heißen? Sahlun. Sahalon, okay. Sahlun, also Herr hat Sukun. Wie? Okay. Sahlun, also der Ach so, Herr wie? Ja, okay, hat ein. das weiß ich. Ich dachte bei Heather hätte Herr Sukun, das hätte mich jetzt ein bisschen gewundert. Nein, nein, nein. Bei Sahlun ist der Herr hat der Sukun. Okay. Also Herr der Sun Sahlun. Ja. Okay, kannst du auch noch vier sagen? Abbasu Abbasun. Abbasun Tajirun Ja. Shahirun. Genau, super. Shahirun ist berühmt. Ist ein berühmter Händler, ja, ne? Genau. Okay, Hussein. Bilalun Muhandisun Kabirun. Ist ein großer Ingenieur. الإنكليزية لغة Du? يمكن Ja. الإنجليزية لغة، okay. also الإنجليزية also تو نicht Genau. تون Nicht tun. also okay also ja stimmt wegen L Genau. الإنجليزية لغة صعبة لأنها إنجليزية Genau, Sabaton. Also Englisch ist eine schwere Sprache. Okay, jetzt sind wir wieder bei Ahmed. Oder Arabisch noch schwerer. أنت رجل غني؟ لا، أنا رجل فقير. Genau. Abdullah. القاهرة مدينة كبيرة، كبيرة. مدينة كبيرة. مدينة كبيرة. Jetzt أنت ist Hussein dran. so. أنت مدرس قديم؟ لا أنا مدرس. Hast du مدرس gesagt oder مدرس؟ مدرس. Okay. Richtig? Ja, okay, richtig. Okay, لا أنا مدرس جديد. Genau. Kann ich kurz was fragen? Ja, bitte. Ahmed hatte bei 7 أنت رجل gesagt. Warum wird dort رجل und nicht رجلون gesagt? Dann habe ich falsch gesagt. Ich hab Rajulun gesagt bei Ente. So, okay, dann habe ich falsch gesagt. Ich habe bei Evelikar, da habe ich Rajulun gesagt. Okay. Okay. Ich habe jetzt auch Abdullah nicht drangenommen bei Enter Mederisun, weil bei mir im neuen steht es immer, also steht es unter in der neuen Zeile. Deswegen. Ja. Warum bei Adelik, warum kommt da bei Radulo kein Damatein, sondern nur eins? Warum hast du nicht davor gefragt? Okay. Warum hat das gesagt? Frag mal nochmal die Frage. Also, أذلك الرجل. Achso, weil. Heißt es الرجل oder أذلك الرجل? أذلك الرجل ist bestimmt deswegen. Okay, also, ja, weil es bestimmt ist. Okay, dann habe ich es jetzt gesagt. Okay, ich habe die Frage auch trotzdem nicht verstanden. Aber egal. Wo sind wir jetzt? Hüseyin hat gerade gelesen. Jetzt ist Ahmed, glaube ich, dran. Hm.
Hamidun Talibun Keslanu La Huwa Talibun Mujtahidun. Okay. Das mit dem Thema Keslanu. Ich muss da nochmal nachgucken, warum das so ist. Weil ich bin mir nicht sicher, was der Grund ist. Okay. Was meinst du genau mit, warum das so ist? Meinst du, dass da kein Dumm ist? Keslanu ist ja eigentlich unbestimmt. Deswegen müsste es eigentlich Keslanun sagen, sein. Genau, das wollte ich auch fragen. Aber. Aber ich werde mal nachgucken und nachher werde ich das Bescheid sagen. Okay, tschau. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Hier haben wir Da'f al-Faraghi fil Jumal al-Atiya Na'atan Munasiban. Also hier müssen wir dann eine Eigenschaft, eine passende Eigenschaft hinzufügen. Jeder liest eine Zeile. Was wir wieder verstehen. Und dann helfe ich euch. Fangen wir mit Hussein an. Khadijatu talibatu jadidatun. Talibatun. Talibatun jadidatun. Genau. Wir haben nur Khadijatu gesagt, nicht Khadijatun, weil es weiblich ist, also ein Name, ein weiblicher Name ist. Okay, Hüseyin, kannst du auch noch die andere Seite lesen, also Nummer 2. Ja. Khalidun tajirun ghaniyun. Genau, super. Jetzt Ahmed. Al-Arabiyyatu lughatun warte sahlatun. Genau, sahlatun. Und was war das mal? Al-Usfuru Fa'irun. War es ein kleiner Vogel? Genau, kleiner Vogel. Was war kleiner Vogel? Sariratun. Genau, aber Ta'ir ist männlich. Achso, dann Sarirun. Genau, Sarirun. Abdullah? التفاحون التفاح التفاح فاكهة فاكهة ist unbestimmt. Das bedeutet sagen wir فاكهة oder فاكهة فاكهة genau und danach ja, ich weiß nicht was das heißt deswegen kann ich da jetzt keine Eigenschaft dazu bringen. Tufahu ist Apfel. Fakihatun ist Obst. Deswegen können wir zum Beispiel leckerer Obst sagen. Ja. Das können wir sagen. Okay. Oder du kannst auch schön sagen. Weißt du das Wort schön? Schön? Nein. Auch nicht. Lavizatun zum Beispiel. Ja. التفاح فاكهة لذيذ لذيذة genau لذيذة okay Nummer 6 أنا مدرس جديد genau super okay حسين محمد طبيب Mujtahidun. Genau. Die andere Seite? Al-Ingliziyatu. Genau. Lughatun. Ja, ich nehme auch Sahlatun. Genau. Ahmed? Anta talibun qadimun. Super. Und al-Qahiratu madinatun kabira. Achso, okay, kabiratun.
Kabiratun, okay. Jetzt haben wir drei. Bei drei müssen wir jetzt nicht die Eigenschaft oder den Adjektiv, sondern das Beschriebene hinzufügen. Abdullah, könntest du die ersten beiden machen? Al-Arabiyyatun. Al-Arabiyyat. Wie bitte nochmal? Al-Arabiyya. Okay, sagen wir Tun oder Tu? Tu. Okay, Tu. Al-Arabiyya Tu. Al-Arabiyya Tu. Sa'abatu. Hier ist schon die Eigenschaft. Hier haben wir schon Zahletun hinzugefügt. Wir müssen aber sagen, Arabisch ist eine leichte Sprache. Okay, Al-Arabiyyatu Lughatun Sahlatun. Genau, super. Jetzt Nummer zwei. Ana Talibun Qadimun. Genau. Jetzt sind wir bei Ahmed. Ja, eigentlich sind wir bei Hüseyin. Okay. Ist Hüseyin doch egal. Ist bei drei, oder? Ja, genau, Nummer drei. Amarun Tajirun Raniun. Genau. Vier. Warte mal. Was heißt das? Maxun nochmal. Oh mein Gott. Was heißt das? Der Stift ist. Gebrochen. Hada Qalamun Maksurun. Genau. Ahmed? Ganz kurz. Was ist ein Wort, ja. Ahmed, du langweilst dich doch, hör doch auf. Ne, was ist das für ein Wort? Ist es ein Name? Ja, Faisalun ist ein Name. Achso, Faisalun. Warte, Talibun. Ketlan. Genau. Jetzt haben wir. Wie bitte? Okay. Jetzt haben wir hier vier, Nummer vier, Iqra, liest. Also ich werde nochmal nachgucken, was der Grund ist, aber falls ihr bemerkt, die Wörter, die jetzt hier geschrieben worden sind, die haben immer so ein gleichen Beispiel oder so. Beispiel. Keslanu. Okay. Jau'anu. Ihr merkt, dass der erste immer Fetha hat, der zweite dann Sukun, der dritte Fetha und dann nachher ein Elif kommt und dann nachher Dhamma. Keslanu, Jau'anu, Adshanu, Radbanu, Mal'anu. Jetzt Keslan, faul. Jau'an, hungrig. Adshan, durstig. Radban, genau, zornig oder wütend. Und Mal'an, voll. Und Allahu Alam, also, weil die alle in der gleichen Wiege sind, also wir sagen auf Arabisch Misan, ala nafs al-Misan, auf der gleichen Wiege. Wir wiegen das auch immer mit dem Fa'l oder mit dem Wort Fa'ala. Also alles ist nach der Wiege wie Fa'lan. Keslan wie Fa'lan. Jau'an, Fa'lan. Und so weiter. Und aus diesem Grund ist Allahu Alam wegen nur Dhamma und kein Tanwin. Okay. Jetzt Ahmed hat zuletzt gelesen, Abdullah liest die erste Zeile und dann Herr Hüseyin. Nummer 1. Ja, eine Mudarrasu. Nee, bei Nummer 4 haben wir doch jetzt die 4 oder die 5 Wörter gelesen. Und dann gibt es doch Nummer 1 von 1 bis 4. Ach so, bin ich schon zu weit. Ja, Entschuldigung, ich bin ein Blatt weiter gewesen, eine Seite weiter gewesen. Okay. Also, Anna J
Was soll dieses Wort heißen, ja? Das Wort ist genau darüber. Mit Haraka. Ana Jau'anu. Genau. Nummer zwei. Ach so. Okay. Ante Jau'anu. La Ana Atjanu. Genau. Jetzt Hussein. لماذا المدرس غضبان اليوم غضبان اليوم nein doch ja غضبان اليوم nein hier müssten wir sagen غضبان اليوم weil اليوم ist ein Tag also das ist ein Zarf das bekommt ihr noch später okay also غضبان اليوم ja auch übersetzen also ich glaube jeder versteht das okay sicher Okay, dann übersetzen wir das. Warum Nein. ist der Lehrer heute wütend? Okay? Ja. Weil ich bisher nicht gelernt habe. Ich glaube, weil Abdullah nicht gelernt hat. Auf mich kann keiner Lehrer werden. Okay, Hussein, die letzte, Nummer 4. El Kubu El Anu. Genau. Die Tasse oder das Glas ist voll. Auf der nächsten Seite haben wir noch 9 Wörter. Und das sind eben El-Loratu, die Sprache. Ich gehe von oben rechts, dann nach links. Shahirun, berühmt. El-Medinatu, Stadt oder die Stadt. Al-Tairu, der Vogel. Al-Yawmu, der Tag. Kaslanu, faul. Jau'anu, hungrig. Atshanu, durstig. Mal'anu, voll. Was? Melano was? Voll. Voll? Genau, voll. V-O-L-L. Radbanu, wütend oder zornig. Al-Usfuru, der kleine Vogel sozusagen. Ein kleiner Vogel. Und Al-Yawma, heute. Und das ist der Unterschied zwischen El-Yawmu und El-Yawma. Wenn es Fetha hat, dann ist es heute. Aber El-Yawmu, der Tag. Okay. Aber ist es eher so ein heute oder so ein heutiger, der heutige Tag mäßig? Jetzt der letzte oder das letzte Wort. Erstens, El-Yawma steht jetzt nicht in der alten Auflage. Okay? Es ist nur in der neuen Auflage. Ja. Das bedeutet, Al-Yawma ist genauso, wie wir im vorherigen Beispiel hatten. Aber der in der Mitte, Al-Yawmu, das ist ganz normal. Also zum Beispiel, Al-Yawmu, Yawmun Jamilun. Der Tag ist ein schöner Tag. Okay? Ich hoffe, ihr habt den Beispiel verstanden. Ja. Hat jemand hier Fragen? Okay, dann walhamdulillahi rabbil alamin.